Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Cache-Tutorial. Ihr habt entschieden, dass ihr Cache direkt zu Ende gemacht haben wollt, also alle Tutorials, die es eben auf Cache gibt, fertig machen und dann die nächste Map und so weiter und so fort. Ich zeige euch hier in dem Tutorial die Calls der Map und auch diverse kleine Taktiken. Es ist dabei direkt zu sagen, dass dieses Tutorial für Anfänger ist, beziehungsweise eben auch für Anfänger. Das heißt, ich werde auch offensichtliche Dinge nennen. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendwas sage und ihr euch denkt, ach was oder sowas, weil ihr kennt es, wenn man irgendwas ganz frisch anfängt, es ist alles neu, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da ist übrigens ein Baum da hinten, nur dass ihr den gesehen habt. Gut, wir fangen an. Das hier ist der T-Spawn, ich denke, das ist eine recht einfache Geschichte und wir gehen mal Richtung B. Wir betreten jetzt hier B-Halls. Dieses Stück hier, also ich sag mal, das hier und das hier, das ist B-Hall. Vornherein sei noch zu sagen, wir callen natürlich ausschließlich auf Englisch. Es gibt zwar manche, die auf ihren eigenen Sprachen callen, da versteht man da natürlich nichts. Das Wichtige ist, dass man die englischen Namen kennt, weil natürlich doch der Großteil auf Englisch callt und man selbst sollte auch auf Englisch callen. Es gibt Leute, die nennen diverse Dinge einfach so, wie sie wollen. Das hier ist Dumpster. Es gibt auch manche, die useless sagen. Aber ich sage euch eben die offiziellen Namen oder zumindest die offiziellsten Namen, die ich finden konnte. Also Dumpster ist das hier drüben, dieses viereckige kleine Ding ist Dumpster. Hier hinten ist Sunroom oder Toxic. Also Sunroom deswegen, weil eben diese Sonne ist, aber ich sag dazu immer Toxic, wenn ich spiele, also... Ich denke, Sunroom ist auch recht geläufig, wobei mir Toxic dann doch eher gebräuchlicher vorkommt. Hier haben wir B-Main, das hier ist B-Main, wenn B-Main angesagt wird, tänzeln die T's hier rum. Wir kommen nun von B-Main hier in Checkers rein, da haben wir direkt hier den Vent und eben Vent Boost, also das hier gehört alles zu Checkers, das hier. Und hier hinten, dieses kleine Stück ist Backup Checkers. Man muss aufpassen, weil man hierdurch angeschossen werden kann. Gerne mal von einer AWP, aber auch von einer M4 oder AK, da muss man eben Acht geben, wobei natürlich auch Luck gefordert ist, um eben dadurch zu treffen. Das hier ist der B-Spot, hier gibt es einige kleine, nicht so zwingend offizielle Ansagen, die man aber trotzdem treffen muss, wie ich finde. Ich habe dazu keine gefunden, aber ich kann euch eben einfach meine sagen. Für mich ist das hier Close Right. Dieser hier wird meines Gefühls nach nicht so oft gespielt wie dieser hier drüben, wobei beide eher selten gespielt werden. Aber wenn, dann steht meistens hier jemand in der Ecke und bam, natzt sich irgendwie um oder hat eine Pump in der Hand oder so ein Scheiß. Du kannst denjenigen halt von hier sehen und er dich. Also je nachdem, wie du dich hinstellst, kannst du direkt abchecken, ob da eben jemand ist oder nicht. Aber du solltest natürlich direkt aufpassen, ob hinter dieser Box einer steht. Wir kommen dann auf den B-Spot. Da haben wir einmal hier B-Quad, diese Box hier, ne? Wenn jemand behind B-Quad sagt, dann tingelt hier höchstwahrscheinlich jemand rum. Das hier ist Default. Also wenn euer Terroristenkollege sagt, er plantet für Default, dann legt er hier irgendwo. Und ihr wisst Bescheid. Um Default zu decken, kann man natürlich optimal hier stehen, wobei Headshot dann gefährlich ist. Ich mache erstmal den Spot hier fertig, bevor ich jetzt mit den Taktiken weitermache. Und das hier hinten ist Close Left Box. Also hier ist ja Close Left, das heißt, hier ist dann einfach On Spot die Close Left Box. Von hier aus kann man Richtung City gucken, wobei das auf jeden Fall gesmoked sein sollte, weil man hier sehr schnell genudelt wird, gerade wenn da eine AWP vorbei huscht. Das hier ist Close Left, das wird von den City-Sites aus ebenso gesagt, weil es Close Left ist. Wenn ich selbst T spiele und meine Mates hier hingehen, dann sagen sie oft sowas wie Close City. Wobei man dennoch Close Left sagen kann, da dieser Spot eben einfach Close Left heißt. Hier stehen dann doch einige, um eben auf die Cities zu warten, dass sie hier durchkommen. Das hier vorne ist Generator bzw. Headshot. Also ich habe hier noch nie jemanden Generator sagen hören. An der Stelle wiederhole und betone ich auch nochmal, es gibt verschiedene Namen für diverse Dinge. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt manche kommen und sagen, das heißt aber gar nicht so, hey. Wenn man da seine eigenen kleinen Gangsternamen dafür hat, dann ist es schön. Aber ich versuche hier natürlich, mich möglichst an die offiziellen Dinge zu halten, damit es eben auch einfach nachzulesen ist. Und Headshot aus dem Grund, weil wenn ihr hier eben rumsteht, ist euer Kopf eben nur noch zu sehen. Ihr steht praktisch im Headshot drin. Von hier kann man, wenn einem das Aim hold ist, ganz gut drücken. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die Gegner eben nur deinen Kopf sehen. Und falls sie dich treffen, ist es halt ein Headshot, ne? Taktisch sei zu sagen, wenn man als T rusht, dann kann ein CT schon hier in diesem Bereich sein. Also huscht da gerade rein oder sowas. Es ist oftmals eine leicht eklige Sache, weil man ja als T eben von hier hinten kommt und sich so kurz umguckt. Alles klar, niemand da und es ist aber jemand in Checkers. Du kommst hier hin und dann steht hier einer Bam und du hast direkt die Fresse poliert bekommen. Wenn man sich Zeit lässt, kann auch gut und gerne hier mal ein CT stehen. Das ist aber nicht so oft der Fall. Wenn die Leute Orb spielen, stehen sie meistens hier oder eben hier. Ich habe ganz, ganz selten erlebt, dass hier jemand mit einer Orb steht und so kurz so um die Ecke spitzelt. Meistens steht eben hier oder sogar direkt oben auf Heaven drauf, wobei uns das von hier ja noch nicht tangiert, ne, wenn du hier stehst. Wenn du dann hier am Upsmoken bist und sowas, das Smoke-Tutorial ist ja bereits online und ihr Heaven gesmoked habt und CT gesmoked habt, dann ist das ja alles gar kein Ding. Aber in Checkers muss man immer reingucken. Wenn ihr dann on Spot seid und den Spot müsst ihr auf jeden Fall gut sichern, recht oft steht hier Close Left Box einer, aber auch oft hinten bei Quad. Viele Anfänger legen meist hier einfach in der Sicherheit der Boxen. Man kann halt ganz gemütlich legen, man ist eigentlich nur von Headshot eben angreifbar. Wobei das auch echt scheiße ist, wenn hier ein CT gerannt kommt, das geht, kann oft in die Hose gehen, also als T. Aber nun ja, einige legen auch gerne hier hinten. Aber der Boss-Spot ist natürlich dieser hier. Man legt die Bombe einfach hier so in die Ecke.
Ich leg sie jetzt nicht wirklich, aber ich leg sie ein bisschen. Man legt sie hier in die Ecke rein. Da muss nämlich der CT, der sie defused, zwingend so gucken. Wenn die Bombe hier zum Beispiel liegt und der CT einen Fake Defuse machen will, da kann er sich ducken, defusen anfangen und nach oben schauen, während er noch defused und euch eben abaimen. Und wenn ihr um die Ecke kommt, bam, mit einem guten Timing euch in die Gosch schießen. Hier muss der CT zwingend in die Ecke gucken, um weiter zu defusen. Hier kann er einfach weiter defusen, während er abaimt. Deswegen kann ich euch echt empfehlen, hier hinten in die Ecke zu planten. Man kann eben einfach von B-Main gesehen werden. Und falls eben jemand hier vorne schon auf B rumläuft, also Richtung Spot läuft hier, dann kann man euch halt hart sehen. Aber wir gehen davon aus, dass eure Mates euch decken. Es gibt noch viele andere Taktiken, wie man eben hier rangehen kann, wie ein Rush aussehen kann, wie ein langsamer Aufbau aussehen kann und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt nicht so extrem ins Detail gehen, weil ich die gesamte Map eben einfach zeigen möchte, um eben den Anfängern die Map ans Herz legen zu können und diverse Starttaktiken auf Lager zu haben. Hier vor B, das hier ist CT, dafür sagen auch einige Tree, weil eben der Baum da steht. Und das hier hinten ist Heaven, wobei einige sogar ihre Bezeichnung Heaven als das hier haben, ne, hier unten. Und das ist Upper Heaven. Wenn du als T hier auf B bist, ist es oft wurscht, weil wenn jemand bei Heaven ist, also ob er jetzt hier ist oder hier, ist es beides kotig für dich, weil du eben automatisch davon ausgehen musst, dass du von hier oben abgeaimt wirst. Wenn nicht sofort, dann gleich. Das hier oben ist Catwalk, aber der Catwalk ist recht kurz. Guck mal, da sind der AKs drin, what the fuck? Es gibt Leute, die zu denen hier oben trotzdem einfach Heaven sagen, zu diesem gesamten Stück. Finde ich aber ein bisschen kotig, weil wenn du hier kommst, von hier, und jemand sagt, da ist jemand Heaven, und dein Wissen beschränkt sich auf Heaven, aber hier steht einer, kommst du mit der Ecke, bam, bist tot, bevor du überhaupt Heaven gesehen hast. Also ich bitte euch, dass ihr eben zu diesem Stück hier, von hier bis hier, dass ihr dazu Catwalk sagt. Das hier kann ruhig Heaven sein, dieses Stück, weil einfach jeder weiß, was gemeint ist. Manche sagen auch Heaven outside, weil eben schon jemand außerhalb von Heaven rumläuft, aber ich finde es zu ungenau. Und gerade das ist wirklich eine Position, wo du ganz schnell kaputt genudelt wirst. Du kommst hier hin und boom, und hast den Headshot sitzen. So, nun gehen wir Richtung Mitte. Wir betreten hier das Warehouse, beziehungsweise man bezeichnet das hier grundsätzlich oder direkt als Mid-Warehouse. Wartet mal. Diese ganze Chose hier, das ist Mid-Warehouse. Das hier ist Left-Side-Warehouse, das hier ist Right-Side-Warehouse, grundsätzlich von den CTs gesehen. Als T ist diese Ansage hier eh eigentlich nicht so wichtig, weil T sagt ja nicht, ich gehe Left-Side, ich gehe Right-Side, sondern wie auch immer, da agiert ihr hier einfach als Team. Aber ja, die Spots heißen eben Left-Side-Warehouse und Right-Side-Warehouse. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, Dumpster ist diese Geschichte hier. Man betritt hier jetzt nur Mitte und hat hier direkt mal Closet. Diesen Spot kannte ich ewig nicht. Ich habe dazu alle möglichen Sachen gesagt, aber nie Closet, also das hier ist Closet. Wenn jemand oben von Boost kommt, da komme ich jetzt gleich noch dazu, wenn wir Richtung A gehen. Das ist der Boost hier oben. Dann lässt man sich oft hier runterfallen als T. Und wenn man eben als CT hier rumfightet, ja, dann ist das halt einfach Closet und da muss man aufpassen, wie der Hase läuft. Da kann man die CTs ganz gut wegnutzen, wenn sie von Mitte angerückt kommen. Das hier vorne ist Vent. Ach fuck, keine Munition mehr, edel. Und hier ist Vent Entrance, beziehungsweise in front of Vent. Der einzige, der das callt, ist eigentlich der CT, der hier steht und eben sagt, dass sie vor Vents stehen. Und ob man dann Vent Entrance oder eben in front of Vent sagt, ist beides eigentlich klar, was damit gemeint ist. Es ist eben dieser kleine Bereich hier gemeint. Das hier ist Whitebox. Hier stehen die CTs sehr gerne mit der AWP. Also entweder direkt hier unten oder eben hier oben drauf. Hier sind Sandbags. Und das hier ist Z-Connector. Also Z-Connector sozusagen. Z-Connector. Weil es halt wie ein Z geformt ist. Und hier ist dann auch Highway Richtung A. Also hier boostet man sich hoch. Ne? Einer muss hier unten Räuberleiter machen und der andere kommt dann hier oben drauf. Das hier ist der Boost. Man muss auch sehr aufpassen, denn die CTs können, wenn sie hier eben alle smoken und hier vorgehen, sich hier natürlich auch hoch boosten. Und dann stehen die CTs hier. Wenn sie hier geduckt sind, kann man sie nicht sehen. Sobald sie aber stehen, sieht man ihr Köpfchen und kann ihnen dicken Headshot geben von hier. Aus meiner Erfahrung wird dieser Spot fast nie genutzt von den CTs, also um sich da hoch zu boosten. Und falls doch, sind sie eigentlich meistens unterlegen und bekommen dick auf die Fresse, wenn man achtsam ist als T. Kommen wir nun zum A-Go. Wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr hier, wie gesagt, einmal den Boost. Dann geht es hier Richtung Squeaky. Bei Squeaky ist es ein bisschen blöd, weil das hier bereits als Squeaky gilt. Das hier bis vor zur Tür. Die Tür an sich kann man eben auch einfach Squeaky oder Blue Door bezeichnen, weil es eben eine blaue Tür ist, ne? Also wenn jemand callt, dass was von Squeaky kommt, dann stellt man sich hier hin und pimmelt ihn ordentlich weg. Das hier ist A-Main Entrance und hier haben wir direkt A-Main. Das ganze Stück hier ist eigentlich A-Main, wobei wir hier noch Locker haben. Lockers oder Locker, also eben die Schließfächer. Das hier ist alles A-Main. Da kann man natürlich als CT noch dazu sagen, ob jemand Left oder Right Side ist, aber die Sachen haben keine speziellen Calls. Richtung A gehend haben wir hier Forklift. Das ist eine recht wichtige Sache. Ach, zu dem taktischen Kram komme ich dann gleich. Das hier ist Forklift. Überm Forklift ist Catwalk. Der geht hier auch um die Ecke. Hier kommt man dann wieder rum von Highway. Das ist Ladder zu Forklift. Das sind die Toxic Boxes. Hier haben wir Boost da oben. Dieses gesamte Gebilde ist Boost. Hier ist eben wieder die Blue Door. Das hier ist Quad, also wenn jemand Quad callt, wird hier gestanden. Und das hier ist Fans, also Zaun. Wenn jemand Fans steht, steht er hier einfach Close. Das habe ich bis jetzt maximal zu 50% meiner Spiele gehört, wie die Leute hier zu Fans sagen. Oftmals sagen sie andere Calls. Aber in jedem Ratgeber und Video, das ich gesehen habe, steht das hier als Fans ausgeschrieben, dieser Spot. Das hier ist einfach Side oder A-Side, das Umrandete praktisch. Das hier ist E-Box.
die Elektrobox. Manche sagen auch Electric dafür. Und es gibt hier diesen Spot, dass sich einige hier hochstellen. Also manche versuchen, Main von hier abzuaimen. Aber also ich habe es jetzt hier immer noch auf die Fresse bekommen. Man wird jetzt schon angefragt, ohne dass man jemanden sieht. Wenn man hier oben steht, bekommt man sehr schnell einen Headshot. Das einzig Gute ist, dass du von hier eben wiederum auf dieses Teil kommen kannst, dessen Namen ich überhaupt nicht weiß. Keine Ahnung. E-Box Roof oder sowas. Oder Highway Roof, ich weiß es nicht. An sich ist dieses Dach total schwach. Es gibt keine gute Situation, wo du hier spielen kannst, aber die E-Box ist nicht schlecht, wenn die Leute eben von Highway kommen. Hier wird nicht direkt hingeguckt, also hier oben drauf. Die meisten aimen eben so langsam um die Ecke, ne, weil hier jemand stehen könnte und zack, haben sie schon den Headshot von E-Box in der Fresse. Aber es ist kein vielversprechender Spot, also ich kann es euch echt nicht empfehlen. Hier ist Truck und auch White Car. Ich höre sehr, sehr oft White Car, aber offiziell ist es Truck. Und hier geht es eben dann zu City. Das Ganze hier, dieser ganze Bereich wird eigentlich als City bezeichnet. Und das hier ist sowieso City Spawn. Bezüglich der Taktiken auf A, wie gesagt, hier steht ganz selten mal einer. Meistens sind hier AWPs, die hier nach vorne zielen, Richtung Main. Auf Catwalk stehen die Leute auch, aber nicht so oft. Und auf Boost so gut wie nie. Boost ist echt eine eklige Stelle, gerade weil da so gut wie nie jemand steht. Du kommst hier rein, denkst dir, da wird schon keiner stehen. Hier bei Forklift stehen die meisten Leute direkt hier an der Ware und versuchen euch hier Headshots zu drücken. Man muss als City aber auch immer wieder Richtung Blue Door schauen. Und vor allem, wenn der Mittelspieler ein Säckel ist und sich zurückzieht, ohne was zu sagen, oder stirbt, ohne was zu sagen, oder einfach die Gegner nicht ansagt, ohne was zu sagen, dann wirst du richtig kaputt genudelt, weil du stehst hier, bist am Aim, auf einmal geht vielleicht Squeaky auf und von hier kommt noch einer. Dann bist du wirklich, dann kannst du direkt killen die Konsole und fertig. Das hier ist Red Container, auf den kann man auch drauf boosten. In ganz seltenen Fällen ist das hier mal eine coole Idee, weil man wirklich von überall her gesehen werden kann, aber ich habe so auch schon ein, zwei Runden für uns entscheiden können, weil wenn du eben da oben drauf stehst, kannst du den letzten CT, der dich vielleicht gar nicht so offensiv erwartet, der hier gerade in der Ecke diffused, dann doch von oben schön kaputt nudeln. An sich gilt zum Plant folgendes. Hier vorne plantet so gut wie niemand, weil es echt ein ekliger Spot ist. Du kannst hier beim Hingehen von der Orb getroffen werden. Du kannst auch durch die Box nach wie vor von der Orb getroffen werden. Wenn es richtig hektisch zugeht, also du als City zum Beispiel, mit deinem Team die Ts ordentlich unter Feuer legst, dann wird höchstwahrscheinlich hier geplantet. Ein ziemlich chilliger Spot zum Diffusen. Ungemütlicher wird es, wenn es hier ist. Die Ts versuchen eigentlich grundsätzlich, oder man sollte grundsätzlich versuchen, hier auf die Kante zu legen, denn dann kann man einfach als T von hier decken. Das heißt, ihr seid vielleicht die letzten zwei CTs, kommt hier drauf. Die Bombe liegt da, ihr seht sie schon. Es gibt nur noch einen Terroristen, aber ihr seht ihn nicht. Er ist höchstwahrscheinlich hier, wenn es ein guter Spieler ist. Das Dumme ist, man spielt halt oft gegen alle möglichen Sorten von Spieler und manche planten und gehen dann hier hin oder sonst wo. Es ist auch nicht vorgeschrieben, dass du hier zu stehen hast, aber es ist halt recht bequem. In seltenen Fällen wird auch hier an die Kante gelegt, damit die Leute von Squeaky aus schniedeln können. Oft hocken hier Ts drin, die rauskommen dann bam, 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 und dich über den Haufen schießen. Von Mitte aus gibt es auch noch ein paar Dinge zu sagen. Also als CT spielt man natürlich hier sehr oft mit AWP oder eigentlich grundsätzlich mit AWP. Hier kann man extrem gut die Ts wegklatschen, die hier rausgerusht kommen. Sobald man Boost schauen will, wird's eklig, weil du kannst jetzt von hier gesehen werden, hast keinen Fokus mehr darauf und aimst hier hoch. Es ist natürlich sinnvoll, hier. Deswegen kann es sinnvoll sein, schnell zu überqueren und dann eben langsam hoch auf Boost zu gucken. Aber in der Zwischenzeit kann natürlich schon längst jemand hier gepusht sein und dich zerstören dann in dem Fall, ne? Wenn du hier stehst, hast du mal easy einen Headshot von hinter Whitebox gefressen und das ist natürlich dann nicht so toll. Für die Nades werde ich übrigens wahrscheinlich nochmal ein eigenes Tutorial machen, weil das Video sonst viel zu lang wird. Einige haben mir schon gesagt, dass dieses 8-Minuten-Tutorial etwas lang war, deswegen will ich es nicht überziehen. Dieses hier wird wahrscheinlich schon ewig lang und ja, die Tactical Nades und so weiter mache ich dann nochmal speziell. Die Smokes gibt's aber schon, das Smoke-Tutorial ist auch hier am Ende des Videos verlinkt und auch unter dem Video verlinkt. Oder ihr gebt einfach CSGO Smoke Tutorial Cache ein, da müsste mein Video wahrscheinlich ganz oben kommen. Schnitt! Man muss natürlich sehr auf Closet aufpassen, wenn du hier drin stehst, weil die Tees kommen über Boost. Du siehst sie nicht, weil du hier abaimst, die lassen sich da runterfallen und warten da ein bisschen. Und irgendwann verlässt du vielleicht deinen Posten oder denkst ja sogar, du kannst weiter nach vorne gehen. Und dann kommt hier eine AK um die Ecke und du hast eine AWP in der Hand oder vielleicht sogar gerade deine Deagle oder sowas. Und der gibt dir dann, wenn du Pech hast. Wenn du keine AWP hast und Mitte trotzdem decken musst als City, gibt es drei Möglichkeiten. Zwei davon sind recht chillig. Also du kannst hier einfach auf Sicht und Gehör spielen. Mit jeglichen Waffen ist wurscht und sobald du was siehst, gehst du um die Ecke und callst erstmal, was los ist und lässt sie rankommen. Damit die A-Spieler auf jeden Fall wissen, Highway könnte was kommen. Dann verschiebt nämlich einer der A-Spieler, dann stellt sich zum Beispiel hier hin oder geht direkt close hier an Whitebox, wie auch immer. Du kannst auch hier Sandbags gehen. Ich finde, das ist die schwierigste Position, weil die Ts dich entweder einfach komplett überrushen können oder sie kommen einfach von hier oben vom Dach, ne? Sie kommen geschlichen, du merkst nichts, du merkst nichts, du merkst nichts. Bam! Und dann bist du tot. Und du kannst als dritte Möglichkeit auch einfach direkt von Anfang an hier Richtung Truck gehen mit deinen A-Freunden. Dann gehst du hier auf Highway und deckst hier von Whitebox ab. Zack, zack. Bei B hast du nicht viele Möglichkeiten. Da kannst du entweder City bzw. Tree gehen. Wobei das hier meine unliebste Pose ist, weil du hier echt... Die Leute kommen einfach manchmal so. Bup, und geben dir. Oder kommen sogar von Headshot. Es gibt manche Wahnsinnige, die von Headshot kommen und dir direkt geben. Bei Close Left Box kann einer stehen. Close Left kann einer stehen. Hier unten an dieser Treppe oder an dem Aufgang, an diesem winzigen... Also praktisch direkt hier. Das ist auch so ein Gauner-Spot, ne? Wenn hier einer steht. Natürlich hat er keine Chance gegen jemanden von Heaven. Aber es gibt manche, die stehen hier. Und das ist ja gerade das Wahnsinnige. Du denkst dir, da steht bestimmt keiner. Wer ist so bescheuert und stellt sich hier hin? Du kannst ja von oben geklatscht werden. Aber da stellen sich manche hin. Und natürlich kannst du selbst auch einfach Heaven geben. Man ist als CT ja eh
zuerst hier auf B, das heißt, als Heaven-Spieler kannst du auch gerne mal dich hier oben hinstellen, wobei das scheiße ist. Also 90% der Heaven-Spieler, die ich kenne, stehen hier. Hier so. Und eben mit der AWP darunter. Oder mit der M4 oder was auch immer. Ich hab's vorhin erwähnt, manchmal sieht man Cities hier rüberhuschen, die dann einfach schon in Vents drin stehen und versuchen, jemanden zu klatschen. Oft versuchen sie, hier hinzukommen. Da wird man oft übersehen. Das ist auch so ein Gauner-Spot, den man gar nicht erahnt. Also nicht als Gauner-Spot erahnt. Man weiß, jeder weiß, da ist eine Ecke, da kann jemand stehen. Aber man glaubt irgendwie nicht dran. Man denkt sich, der City steht doch bestimmt hier irgendwo. Ne, dann stehen sie hier. Bam, drücken dir. Oder sie stehen hier. Bam, und drücken dir. Oder sogar hier hinten. Bam. Und drücken dir. Das ist echt so ein Spot für die Schweinepriester. Und dieser Spot ist, naja, er ist gar nicht so gaunerisch, weil es ist schwierig, da hinzukommen. Die Tees müssen dafür sehr langsam spielen oder du musst dir alles zusmoken und dich da hinstellen. Aber es kann dann jemand hier oben drüber crouchen und dich platt machen, ne? Du hörst das nicht, wenn hier jemand langkommt so. Und dann sieht er deinen Kopf spätestens hier, sieht er dich schon. Also er muss gar nicht über diese Kiste komplett drüber, um dich zu sehen. Und du bist einfach down. Aber es ist ein cooler Spot, wenn die Runde vorangeschritten ist und die Tees eben vielleicht Zeitdruck haben und da recht schnell durch... pushen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Diese Spot-Geschichte mit Herausgabe kleinerer Taktiken war doch recht viel. Ich habe mir zwar ein Skript geschrieben, aber nur in Stichpunkten. Falls ich irgendwelche Spots vergessen haben sollte oder ihr andere Namen für Spots habt oder ihr Tipps habt, wo man sich noch hinstellen kann und so weiter und so fort, haut einfach alles in die Kommentare rein. Ihr wisst, ich beantworte jeden Kommentar. Und im nächsten Video kommen dann die Granaten, also eben alles bis auf die Smoke. Das Smoke-Tutorial ist ja bereits online. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas helfen und ihr könnt die Spots bereits jetzt auswendig. Morgen werde ich euch dann abfragen. Wenn ihr das Tutorial hilfreich fandet und oder es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Bis dahin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich will auf dem Riesenrad gehen. Oh, Skybox. What the fuck are you doing? Da ist es ja. Riesenrad. Scheiße, ist das klein. Fuck. Warum bist du so klein, Riesenrad? Ich wollte doch mitfahren, du Banke. Guckt euch mal diesen Sturm an. Boah, ist der schön.